Die meisten Medien fokussieren sich darauf, dass die EZB überraschenderweise, muss man sagen, die Zinsen heute um 0,5% statt nur um 0,25% angehoben hat. Aber viel interessanter als diese Zinsanhebung oder dieser Unterschied zwischen 0,5 und 0,25 sind doch die verdeckten Botschaften, die Madame Lagarde heute gegeben hat. Wir sehen eine Art tektonische Verschiebung. Die EZB wird immer mehr eine politische Institution, immer mehr eine Institution, die auch Staaten finanzieren soll und die selbst entscheidet, wer finanziert wird, wann er finanziert wird, in welchem Umfang er finanziert wird. Darüber entscheidet nur die EZB, niemand anderes. Und das ist ein bisschen gewagt, wie ich finde. Das heißt, dass wir jetzt weiter diese Verschiebung in Richtung einer politisch agierenden EZB haben, die eigentlich politische Aufgaben wahrnimmt, die nach Maastrichter Vertrag eigentlich überhaupt nicht zu ihren Aufgaben gehören. Aber das wollen wir uns mal anschauen. Zunächst mal muss man sagen, naja, das war schon wieder ein sehr, sehr schwacher Auftritt von Madame Lagarde, wenn wir uns da an Mario Draghi zurückerinnern, der souverän agierte. Madame Lagarde dagegen, die hat offenkundig von einem Teleprompter abgelesen und dann kam sie mal irgendwie durcheinander, hat vielleicht die Zeilen verwechselt und dann war das nur noch irgendwie Stotter und Stammel. Also das ist natürlich für eine Position in der Lage oder für eine Führungsposition, für eine Führungspersönlichkeit schon ein bisschen unangenehm zu beobachten. Man hat so eine Art Fremdschämen, muss ich sagen. Also mir geht es zumindest so. Andere sprechen hier von Shambolic Press Conference, was man auch im Englischen vielleicht mit chaotisch übersetzen kann, aber vielleicht Shambolic, also von Schämen und symbolisch, das würde es vielleicht besser noch auf den Punkt bringen. Und das Ganze letztendlich in einer Situation, in der die Notenbank EZB seit 11 Jahren die Zinsen nicht mehr angehoben hat, anders als 75 andere Notenbanken dieser Welt, die durchschnittlich bereits die Zinsen angesichts der Inflation um 175 Basispunkte, also 1,75% angehoben haben. Und na klar, die Medien fokussieren sich auf diese Zinsfrage, aber es gab hier viel, viel mehr zu berichten als eben diese Zinsfrage. Noch interessanter eben dieser neue Mechanismus TPI, der jetzt in die Welt gesetzt ist. Wir haben ja schon PEP und wir haben OMT und was weiß ich. Ja, also es sind diese drei Buchstabenbürokratenkürzel, die offenkundig da sehr en vogue sind bei der EZB. Und es ist kein Zufall, dass angesichts des wieder mal sehr, sehr schwachen Auftritts der EZB die Live-Übertragung auf YouTube von der EZB so gestaltet wird, dass sie keine Kommentare zulässt. Sie wird wissen, warum, denn die Kritik an der EZB ist in den letzten Wochen und Monaten natürlich immer lauter geworden. Eine Notenbank, die sich um alles kümmert, vor allem um Renditen von Staatsanleihen, aber nicht um die Inflation. Ich hatte heute Morgen im Videoausblick nochmal gezeigt, dass Frau Lagarde noch im November 2021 Zinsanhebungen für dieses Jahr eigentlich ausgeschlossen hat, in einem Moment, wo die Fed schon komplett umgesteuert ist, wo Fed-Chef Jerome Powell von einem Burst of Inflation, also einer Explosion, könnte man fast sagen, von Inflation sprach, nachdem auch Jerome Powell lange wie Lagarde die Inflation völlig unterschätzt hatte. Aber sei es drum, jetzt hat sie also diese Kehrtwende vollzogen. Das gibt natürlich dann bei einigen schlechte Presse. Und eine der verdeckten Botschaften war, dass die EZB jetzt mit diesem 0,5er-Schritt praktisch klar gemacht hat, dass ihre bisherige Aussage, wonach man im September nochmal um 0,5% anheben werde, praktisch jetzt Makulatur ist. Es war ja lange kommuniziert worden von der EZB, wir machen im Juli 0,25% und dann im September 0,5%. Jetzt hat man das praktisch kassiert und gesagt, naja, wir sind data-dependent, wir schauen uns die Daten an. Und das Entscheidende auch, wir haben not changing final rates level. Was ist denn ein finales Zinsniveau, was hier angesprochen wird? Was ist das? Wo ist das? Wenn ich wirklich die Inflation bekämpfen will, dann muss ich natürlich eigentlich das Signal geben, naja, ich hebe die Zinsen so lange an, bis irgendwie diese Inflation im Griff ist. Aber offenkundig hat die EZB ein finales Zinslevel praktisch im Blick, über das man nicht rausgehen wird, komme was da wolle. Das zumindest ist eine Interpretation, die aus meiner Sicht zulässig ist. Dementsprechend hat der Euro dann auch seine Gewinne wieder abgegeben, wie Sie hier sehen. Ist zunächst mal deutlich nach oben, weil eben die Mehrheit, auch ich, nicht damit gerechnet haben, dass die Zinsen heute um 0,5% steigen. Aber was hilft das, wenn ich praktisch jetzt
mich jetzt schon ein bisschen überfresse, da muss ich nachher nachhungern und so ist das eben hier auch. Jetzt macht man den großen Schritt, damit man dann eben wahrscheinlich einen nur kleineren Schritt machen kann, nämlich im September von 0,25%, dementsprechend der Euro dann unter Druck. Und dann sagt Frau Lagarde, we want to raise rates to a neutral level, also zu einer neutralen Rate, meint, wir werden die Zinsen so weit anheben, dass die Zinspolitik weder wirtschaftsstimulierend noch bremsend ist. Und wo ist denn das neutrale Level? Wo ist die neutrale Zinsrate? Da kann sie letztendlich keine Antwort drauf geben. Das ist immer ganz schwer zu sagen natürlich, aber wenn du schon sagst, wir wollen, dass die Zinsen auf das neutrale Level heben, dann musst du eigentlich schon klar sagen, was du dir darunter vorstellst, sonst brauchst du es ja gar nicht sagen. Also auch das wieder so eine windelweiche Formulierung. Und ausgerechnet jetzt an diesem Tag, nach 11 Jahren, wo die EZB wieder die Zinsen anhebt, rettet man, versucht man auf der anderen Seite Italien zu retten, also man strafft die Geldpolitik, um jetzt ein neues Instrument einzuführen, diese Transmission Protection, bla bla bla, damit man sozusagen eigentlich wieder das gleiche Spiel betreibt, nämlich faktisch indirekte Staatsfinanzierung betreibt, indem man eben sagt, naja, wir kaufen dann halt die Anleihen derjenigen Länder, deren Renditen aus unserer Sicht, das haben wir nur zu entscheiden, nämlich die EZB, zu hoch sind, statt eben den Markt das entscheiden zu lassen, entscheidet das die EZB, weil man sagt, naja, die Wirksamkeit der Geldpolitik der EZB wäre ja bei solchen Unterschieden zu groß. Warum, verstehe ich nicht so ganz. Letztendlich haben wir natürlich noch keine Euro-Bonds, also wir haben noch nicht die Situation, dass es eine schon ganz klar definierte Gemeinschaftshaftung gibt. Es gibt eine indirekte Gemeinschaftshaftung, aber deswegen stehen eben die italienischen Anleiherenditen auch höher und die griechischen Anleiherenditen als etwa die deutschen oder die holländischen. Das macht ja durchaus Sinn, solange wir keine Euro-Bonds haben, aber dieses Aufeinandertreffen zwischen einer Straffung der Geldpolitik und gleichzeitig wieder einer Ausweitung der Geldpolitik bis hin zur Staatsfinanzierung ist schon wirklich bemerkenswert hier. Ein böser Kommentar von Zero Hedge. The first secretary of the Central Bankist Party of the EU, also das Zentralkomitee sozusagen, die erste Sekretärin des Zentralkomitees, hat gesprochen, dass dieses TPA, das ist das Transmission Protection Instrument, das ist wirklich ein großartiger Begriff, will be activated und so weiter und so fort. Und vor allem, dann stellt sich natürlich die Frage, was kann denn die EZB alles in diesem TPI machen? Da könnte sie ja zum Beispiel klimapolitische Aspekte jetzt dann auch stark mit reinpacken. Ich würde wetten, dass das kommen wird, also dass man sagt, na ja, wir wollen aber, dass es so und so ist. Und weil wir ohnehin schon eine ganz wichtige, dicke politische Institution sind, obwohl wir das qua Mandat eigentlich gar nicht sein dürften, dann machen wir doch gleich mal ein bisschen grüne Politik. Und siehe da, das wird nämlich gleich nochmal bestätigt durch eine Definition, was man denn da mit diesem TPI machen kann. Aber zunächst mal eben auch entscheidend, die entire discretion to make the decision on TPI hat das Governing Council, hat also der EZB-Rat. Das heißt, dass faktisch hier eine immense politische Machtfülle plötzlich sich angeeignet wird. Das ist eine weitere Politisierung der Fed, wie ich vorhin schon gesagt hatte, der EZB. Und man definiert hier mal die Aufnahmekriterien, welches Land kann denn das, könnte denn in den Genuss kommen von diesem TPI? Grundsätzlich jedes, hat Madame Lagarde gesagt, aber man muss mit den Fiskalgesetzen der EU konform gehen. Abwesenheit von Severe Macro Imbalances, was immer das auch ist, also von Ungleichgewichten, Makro politischer Natur, fiskalische Sustainability. Naja, steuerliche Nachhaltigkeit, das ist so eine Frage, die könnte man einmal diskutieren und vor allem dann gesunde und nachhaltige Makropolicies, alles irgendwie windelweich und vor allem so, dass wenn jetzt wirklich eine Rezession kommt und vieles deutet ja darauf hin, auch und vor allem in der Eurozone, dann ist eben die Frage, ob Länder wie Griechenland etc. solche Kriterien auch nur annähernd erfüllen, selbst wenn sie so windelweich definiert sind, aber von Nachhaltigkeit wird da wahrscheinlich gar nicht die Rede sein können. Hier sehen Sie mal jetzt sozusagen das neue Zentralkomitee, das wir bekommen haben, der EZB-Rat. Das sind also die 6 Mitglieder des EZB-Direktoriums drin. Da ist unter anderem la Madame Isabella Schnabelina mit drin, also die Deutsche.
Und eben die Chefs, die Präsidenten der 19 Mitgliedstaaten des Euroraums, also praktisch die Notenbankchefs der 19 Mitgliedstaaten des Euroraums, plus eben diese 6 ständigen Vertreter im Direktorium, unter anderem mit Isabel Schnabel. Das sind also jetzt diejenigen, die eine neue Machtfülle haben und zum Beispiel entscheiden, wann und ob die Bedingungen jetzt reif sind, dass man Italien so ein bisschen unter die Arme greift, indem man eben die Anleihen von Italien kauft. Und jetzt ist Mario Draghi ja fertig, hat er fertig mit der Regierung, das wird nichts mehr, die Koalition ist zerbrochen in Italien, die erste Koalition oder die erste Regierung, die faktisch über die Energiekrise stolpert, weil man vor allem in der Frage uneins war seitens Cinque Stelle, Lega und eben Draghi und Forza Italia und wer auch immer alles dabei ist, in der Frage, wie viel die Bürger jetzt eigentlich an Entschädigung für Inflation und vor allem für die steigenden, explodierenden Energiepreise bekommen. Und die Nachricht, dass Draghi hier praktisch jetzt am Ende ist mit seiner Regierung, hat dann die italienischen Anleiherenditen 25 Basispunkte nach oben gebracht. Damit ist der Spread zu den deutschen Anleihen deutlich größer geworden. Wir haben dann allerdings eine Bewegung gesehen, dass die Renditen wieder deutlich gefallen sind. Vor allem bei allen anderen Ländern, bei Italien weniger. Warum, werde ich gleich zeigen. Aber auf jeden Fall, wir sehen, dass genau das jetzt passiert, was die EZB nicht will. Und die Notenbank, die Europäische Notenbank, ist jetzt in einer seltsamen Situation, dass sie gleichzeitig im Grunde aus der ultralaxen Geldpolitik aussteigen will, Quantitative Tightening, und auf der anderen Seite gleich wieder mit einsteigt, Quantitative Easing. Das ist sozusagen die Dialektik dieser ganzen Geschichte. Und vor allem hat jemand ein Problem damit, dass jetzt praktisch die EZB die indirekte Herrscherin der Eurozone ist. Wir haben eine EU-Kommission, wir haben ein relativ bedeutungsloses Parlament in Straßburg, das EU-Parlament. Also es wird immer merkwürdiger, wie dieses Konstrukt letztendlich ausbalanciert wird. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen sehr, sehr wichtigen Player bekommen. Und das, obwohl Frau Lagarde heute sagt, ja, wir do not take a stance on political matters, wie sie gesagt hat, also, na, machen wir nicht, obwohl wir letztendlich politische Entscheidungen von unglaublicher Tragweite treffen, indem wir nämlich sagen, dich finanzieren wir und dich nicht. Jetzt stellen Sie sich mal vor, in Italien gibt es Neuwahlen, was absehbar ist, und dann kommt die rechtsextreme Fratelli d'Italia dran, die Brüder Italiens, das sind faktisch eine Partei, die so ein bisschen in der faschistischen Tradition Italiens steht, dann würde die EZB wahrscheinlich nicht so begeistert sein, wenn jetzt die Fratelli d'Italia die stärkste Fraktion wären, was sie nach derzeitigen Umfragen in Italien sind, würde dann Italien aus politischen Gründen keine Unterstützung bekommen, weil man eben sagt, naja, die sind ja leicht rechtsextrem, bei denen machen wir das nicht, unter Draghi hätten wir es gemacht. Also Sie sehen, wie diese Fragestellungen damit reinspielen. Das ist überhaupt nicht zu trennen. Und vor allem jetzt eine interessante Geschichte. Die EZB hat ja heute das mal definiert, was sie mit diesem Programm jetzt wirklich anstellen kann. Und da ist natürlich der Kauf von Staatsanleihen wird hier besprochen. Aber auch Purchase of Private Sector Securities could be considered, if appropriate. Also wenn das angemessen ist, dann können wir auch Assets kaufen von Privatsektor, aus dem Privatsektorbereich. Das kann alles und nichts bedeuten. Es könnte zum Beispiel bedeuten, dass die EZB dann italienische Anleihen kauft einer italienischen Firma, die irgendwie sie als grün einstuft, was man ja unbedingt ganz toll findet. Dementsprechend könnte man also solche Anleihen kaufen oder man könnte ETFs kaufen, um die Märkte zu stützen. Also das öffnet im Grunde eine ganze Dimension, ein weites Feld, was damit gemeint sein kann, wird aber nicht definiert natürlich, damit man sich nicht einschränkt. Böse Zungen, meine Damen und Herren, das sind böse Zungen, die sagen, dieses Transmission Protection Instrument TPI, das klingt wie ein ziemlich schräger Name, ein ziemlich extravaganter Name für ein Kondom, da hat dann jemand auch gleich ein Bild dazu gemalt, funktioniert in 60% der Fällen, aber dafür immer. Das sagt so ein bisschen alles über den Spott, der sich auch über die EZB ergießt. Aber wenn wir jetzt mal in die seriösen Kommentare gehen, wie etwa den von Thorsten Polleit, der sagt, natürlich steigt die Gefahr, dass ungeahnte Begehrlichkeiten geweckt werden und die EZB sogar in eine Monetarisierung der Staatsschulden in ganz großem Stil gedrängt werden kann. Ein bisschen Monetarisierung macht sie es ja schon über den Umweg. Wir kaufen es ja von den Banken und geben das Geld nicht direkt
dem jeweiligen Staat, aber die Banken kaufen es nur, weil sie genau wissen, dass die EZB es ihnen dann abkauft. Also man hat praktisch einen Zwischenhändler eingeschaltet, um das Ganze dann ein bisschen zu kaschieren. Muss nicht erklärt werden, dass das extrem negativ für die Kaufkraft des Euro wäre. Und hier sagt Pollard weiter, die EZB wird versucht sein, das Konjunktur gegen das Inflationsziel auszuspielen, nach dem Motto, lieber etwas höhere Inflation als tiefe Rezession. Ja, und das kann eben auf uns zukommen, je nachdem, wie die weitere Entwicklung ist, dass dann der Druck eben immer größer wird. Hilf uns, damit wir hier irgendwie gerettet werden. Und Clemens Fuest vom IFO-Institut findet erstmal die Zinsanhebung gut, aber sagt eben, dieser Mechanismus jetzt mit diesem neuen Programm, das ist nicht gut, denn Zinsdifferenzen gehören zu einem funktionierenden Kapitalmarkt, weil sie unterschiedliche Niveaus von Risiken widerspiegeln und private Investoren überzeugen müssen, diese Risiken einzugehen. Es besteht die Gefahr, dass, so sieht es auch Fuest hier, die Grenze zur Staatsfinanzierung überschritten wird, die Unabhängigkeit gefährdet und die Finanz- und Wirtschaftspolitik die falschen Anreize setzt. Wenn einzelne Mitgliedstaaten in finanzielle Schwierigkeiten geraten, ist es eben nicht die Aufgabe der EZB, wie Fuest hier richtig sagt, und zwar unter Verweis auf die Struktur, auf die Verfassung, wie auch den Maastrichter Vertrag. Das ist nicht die Aufgabe der EZB, sondern des Rettungsschirms ESM, den es ja nach wie vor gibt. Und die von der EZB definierten Bedingungen, die ein Land erfüllen muss, damit es da unterstützt wird finanziell, sind deutlich schwächer als beim sogenannten Anleihekaufprogramm OMT, das zumindest ein ESM-Programm mit weitgehenden Auflagen verlangt. Also wir sehen diese Abkürzungen, die sind wirklich krass. Also es ist eben hier windelweich, es öffnet der EZB alle Türen und könnte dazu führen, was Ludwig von Mises gesagt hat, der Boom, der kreditfinanzierte Boom endet immer, früher oder später. Und es ist eben nur die Frage, ob er in einer finalen und totalen Katastrophe endet oder ob er früher irgendwie schon irgendwie endet. Aber man hat das Gefühl, wir steuern schon eher auf die totale und finale Katastrophe zu. Auch wenn man gerade versucht, mit solchen Mitteln eben diese Katastrophe zu vermeiden. Dadurch wird sie aber fast unvermeidlicher, als den Herrschaften wohl bewusst ist. Wenn wir nochmal kurz zu den Märkten heute kommen. Wir haben dann eben sinkende Renditen wieder gesehen bei Staatsanleihen, weil wir heute massiv schwache Daten aus den USA hatten. Erstanträge deutlich schwächer, Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich schwächer in den USA. Und dann vor allem der Philly Fed, wirklich stark abgestürzt, deutlich im Minus. Komponente Beschäftigung 19,4, alles unter 50 ist Schrumpfung. Wir sehen neue Aufträge minus 24,8, das ist enorm, wie das abstürzt. Und vor allem die Preise sind jetzt auch nur noch mit 52,2 ganz leicht steigend. Also wir sehen, dass die Preisdynamik jetzt abschwingt. Und wenn wir uns hier mal die Zukunftserwartungen im Philly Fed anschauen, also was erwarten die Firmen in den nächsten 6 Monaten, dann haben wir jetzt praktisch eine Erwartung, die negativer ist als auf dem Hochpunkt der Finanzkrise. Das heißt, die Rezession wird immer wahrscheinlicher. Deswegen sagen sich die Märkte, naja, wenn die Rezession kommt und die Inflationsdynamik nachlässt, dann braucht die Fed die Zinsen nicht so stark anheben. Deswegen heute der Fall der Renditen. Noch einige Empfehlungen, meine Damen und Herren. Wenn Sie die Einschätzungen von Experten noch mal genauer sich anschauen wollen, 2 Top-Experten mit Lob und Kritik für die heutige EZB-Entscheidung, da sind tiefergehende Analysen noch mit drin, dann hat sich der Strompreis ja bekanntlich vervielfacht. Hier mal eine Einschätzung von Hannes Zipfel, wie das Ganze weitergehen dürfte. 2. Empfehlung und die 3. Empfehlung in wenigen Minuten, meine Damen und Herren. 19 Uhr, Gas, Zinsen, Rezession, wie geht's weiter mit den Märkten mit Stefan Risse und mir, wo wir von den USA auf Europa, auf Deutschland kommen und über Gott und die Welt sprechen. Mehr über Gott natürlich als über die Welt. Nein, wir versuchen das Wichtigste hier zusammenzufassen, Perspektiven zu geben, Tiefenanalysen zu geben. Absolut ein Muss und ich denke auch sehr unterhaltsam. Also diese 3 Empfehlungen, die letzte mit einem Live-Link, bei dem Sie sich, wenn Sie darauf klicken, sind Sie ab 19 Uhr live dabei. Jetzt sage ich Servus und Ciao.